Hallo, willkommen zurück. Eine kleine Unterbrechung. Macht ja nix. Ich habe die Unterbrechung übrigens auch genutzt. Ich habe vergessen, bei dem Hausmeister ID-Card-Schloss die eine Truhe zu löschen. Das ist mir jetzt nochmal beim Durchschauen der Aufnahme aufgefallen, die ich gerade gemacht habe, die Durchschau gedöns. Und ich weiß jetzt nicht, wo war ich stehen geblieben. Ich glaube, ich musste hier Steuerung A, Steuerung C, Steuerung V, 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 Steuerung V. Hört sich an, als ob es mehrmals Steuerung V, Steuerung V. Ich muss hier dann nochmal kurz wegbuddeln. Hier müsste der erste drin gewesen sein, Steuerung V. Steuerung V, Steuerung V, Steuerung V. Ich weiß auch absolut nicht, was ich jetzt vor der Pause alles gesagt habe. Mal sehen. War der hier erstmal Luft alles nochmal? So, der ist weg. Wunderbar. So. So, so. So, so, so. Das klappt. Ja, was machen wir denn jetzt Feines? Wie ihr wisst, ich bin faul. Und hab überhaupt nicht die Nerven, jetzt eine große Schaltung zu überlegen, die wahrscheinlich die ersten 50 Versuche überhaupt nicht funktioniert. Mal sehen, was bräuchte ich denn theoretisch hierfür außer Platz? Wenn man den drückt, dann kommt hier ein Signal. Dann erstmal eine Speicherzelle. Die Speicherzelle macht hier auf und hier zu. Wie gesagt, hier kommt ein Gitter hin. Erklärung mache ich auf den Schild. Das heißt, man weiß theoretisch, dass man auf die Ziellinie gehen soll. Beziehungsweise, nee, weiß man nicht. Der erste Checkpoint ist, wenn man von hier kommt, einfach stumpf in der Richtung. Das heißt, man geht ja automatisch über die Linie. So. Rennt man hier lang. Beim ersten Checkpoint würde ich sagen, geht die Tür hier wieder zu. Dann öffnet sich auch der nächste Checkpoint irgendwo. Muss man dahin, dann wieder zum nächsten, dann wieder zum nächsten, dann wieder zum nächsten. Die sind dann auch natürlich die ganze Zeit zu. Wie schon mehrfach erwähnt, aber dafür bin ich jetzt, habe ich jetzt echt nicht die Nerven für. Ich glaube, da müsste ich mir mal den Basti hier mal einladen auf der LAN-Welt, dass wir das irgendwie gemeinsam machen. Wieso ist hier keine Begrünung? Das kann doch wohl nicht sein! Das war übrigens echt eine Tortur, hier mit Bone Meal rumzurennen. Und die ganzen scheiß Blumen im Endeffekt wieder wegzumachen. Das würde mich jetzt auch mal interessieren, ob Bone Meal gelb und rot, nicht nur gelb und rote Pflanzen macht, sondern auch die anderen. Ne, es sieht nach gelb und rot aus. Okay. Okay, das mache ich jetzt nicht weg. Dafür ist mir die Aufnahme zu schade. Also. Oh, wie bin ich jetzt hier rausgekommen? Habe ich mich durchgebuddelt? Weiß ich gar nicht mehr. Oder halt durchgehauen. Das mache ich jetzt nicht. Ich mache jetzt noch ein bisschen Begrünung. Und hier war der Golem's Head. Hier ist wieder eine Süßigkeiten-Schachtel. Es gibt auch Mini-Blöcke von TNT. Es gibt auch... Oh, warte. Yo. Also muss ich jetzt natürlich neu eintippen, weil ich das Spiel zwischendurch beendet habe. Gifrealguran. Das bin ich. Oh, scheiße. 3, 9, 7, 1, 3. Skull Ovner Doppelpunkt Anführungsstriche M...
HF Unterstrich, heißt es, ich weiß es gerade nicht, oh Scheiße. Übervorreiterung! Cake. Das und das. Bitte, 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 bitte. Ja, okay. Ja, der Kuchen ist mein so ziemlich neben der Kiste und der Kuchen, den kann man eigentlich überall platzieren. Auch auf dem Server habe ich dann zum Beispiel einen Kürbis oder eine Melone, kann man schön klein halt auf so Esstafeln auf dem Esstisch hinstecken. Und ist das kann ich ja mal fragen. Die Oak Leaves, die Spruce Leaves und die Birch Leaves, die sind bei mir nicht eingefärbt. Ist das jetzt eine MC Patcher Fehler? Und übrigens die Vines auch. Oder Optifine. Übrigens, Spruce Leaves sind bei mir auch nicht eingefärbt, obwohl das hier nicht so aussieht. So ist halt bei mir die Normaldatei. Oder? Weiß ich gar nicht. Ist auch wurscht, ist auch wurscht, ist auch wurscht. Was? 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 Was geht ab? Das ist ja abgespacete Shit, ey. Okay, dann mache ich halt. Sehr komisch. Sehr seltsam. Tja, abnormal seltsam. Heiner, das ist der Heiner. Grüß den Heiner. Schreib's in die Kommentare. Schreibt Hallo, Heiner. Grüße von, bitte Namen einfügen. So. Zack, zack. Ich weiß nicht, ich habe ja gerade geguckt, wie weit die Aufnahme ist. Und zu einer vollen Stunde, die ich hier so angestrebt habe, fehlt mir jetzt noch. Ich kann ja mal eben kurz checken. 3 Minuten. Muss noch 3 Minuten füllen. Yay! Was heißt muss? Ich möchte, dass man das schön cutten kann hier. In 15-Minuten-Parts. Ja, ich kann ja nochmal, weil es ja die letzte Folge ist, nochmal aufrufen, falls es ja sowieso nicht getan hat. Wie gesagt, Milchglas, ja, nein, oder bessere Vorschläge, beziehungsweise Vorschläge, wie ich hier irgendwie was Hübscheres hinkriegen kann. Ich weiß gar nicht, was habe ich denn alles gefragt? Ich bin so vergesslich, das ist doch nie, das ist doch eine halbe Stunde her. Oh. Ich verteile jetzt aus Trotz Deko-Elemente. Kuchen. Oh, den Kuchen, den weiß ich, wo ich den hinpacke. Oh, den packe ich hier rein in dieses kleine Ding. Aber der erstmal hat er hier so eine hübsche. So, hier so Schreibtischutensilien, ne? Und natürlich wieder Knabberkram. Ich weiß nicht, haben wir irgendwie so ein Bild mal, glaube ich, auf Facebook gepostet vor paar Monaten sogar schon. Oh, das war der Golem. Oh, den will er hier nicht haben. Aber einen Kuchen will er haben. Naja, und zwar hier irgendwie sowas war das, glaube ich, ne? Oder von hier. Irgendwie sowas. Irgendwie sowas. Gehen wir mal hier schön durch. Gehen wir mal hier schön durch. Ah, damit kann man jetzt schön dekorativ, hier schön die Hülle voll kloppen. Das war jetzt eben seltsam, dass die Pflanzen auf Erde, irgendwie überhaupt. Ich weiß, woran es liegt. Nee, das ist ein Fehler im Texture Pack.
Es ist ein Fehler im Texture Pack. Okay, ich weiß ganz genau. Das liegt bestimmt daran. Muss ich mir eben kurz vergewissern? Ja. Das ist ja 37, die gelbe. 38, 0 ist die Poppy. Und ich habe im Texture Pack angegeben, da muss ich noch die Metadata 0 hinzufügen, dass die anderen davon nicht betroffen sind. Leute, okay. Könnt ihr vergessen. Braucht ihr nicht kommentieren, was die Lösung sein sollte. Falls ich euch gefragt habe, kommentiert das. Weiß ich ja wieder nicht. Damit werden die 3 Minuten voll. Tschüss!